Jetzt kommt ein Comedian zu uns, der in Wahrheit auch alles gesprengt hat, was man in Österreich an Zuschauerzahlen im Comedy-Bereich sprengen kann. Er ist auch ausgezeichnet, ähnlich wie du. Auch du hast den Robert-Hochner-Preis und andere Journalisten. Ist das eigentlich wichtig für eine Journalistin, solche Preise zu bekommen? Es freut, also, und es ehrt zugleich. Ja, genau. Er hat auch den Y-Spaßvogel, den du nicht hast. und bekommt 2023, und das ist wirklich in dem Genre ein Wahnsinn, den österreichischen Kabarettpreis. Bitte begrüßen Sie mit einem warmen Applaus den fantastischen Alex Christian. Alex, bitte nimm Platz. Ich weiß, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ein Wein, Wasser? Kein Wein. Ich nehme ein Bundeskanzlerbier. Was ist ein Bundeskanzler? Ein Glas Wasser. Kleiner Icebreaker sehr, sehr zum gut. Start. Ich weiß, du bezeichnest dich nicht als politischen Kabarettisten, aber bist du einer, der zum Beispiel die Sommergespräche von Frau Schnabel verfolgt hat? Nein, weil ich nicht in Österreich war zu der Zeit. Wo warst du? In Griechenland. Man kann natürlich auch in Griechenland theoretisch das österreichische Fernsehen verfolgen. Stimmt. Das ist richtig, wobei ich gestehen muss, ich habe einem Gin Tonic auf der Terrasse den Vorzug gegeben. Kränkt dich das jetzt? Kränkt dich das oder gehst du davon aus? Also Gin Tonic und Griechenland, das lassen wir durchgehen. Schon. Ja. Ja. Das ist eine ehrliche Antwort. Ich habe das ja schon gesagt, du bist einer der, das heißt in Wahrheit natürlich der einzige Qualitätsparodist Österreichs, hast dich aber jetzt in deinem neuen Programm nicht mehr auf die Parodien verlassen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Das ist ja wirklich brandgefährlich. Ja, es war durchaus eine bewusste Entscheidung, ein bisschen die Parodien rauszunehmen aus dem Programm. Ich habe mir gedacht, das Programm heißt 50 Shades of Schmäh und steht auch ein bisschen dafür, dass ich einen runden Geburtstag gefeiert habe, nämlich den 50er. Und die Parodien begleiten mich eigentlich mein ganzes Leben und werden auch in meiner weiteren komödiantischen Karriere eine Rolle spielen, aber nicht mehr so zentriert. Und ich habe mir gedacht, jetzt probiere ich einfach mal, was los ist, wenn man die ein bisschen wegnimmt, ob das auch noch funktioniert. Ja, und sofort der Effekt war riesig. Es funktioniert fast noch besser als vorher, oder? War es nicht so? Besser weiß ich nicht, aber es ist keiner rausgegangen aus dem Programm und hat gesagt, nee, die haben nicht geredet wie der Kranke. Na, aber war es nicht sofort so, sobald du aufhörst mit Parodien, die ja Leute lieben, aber so Fachjurien dann oft vielleicht nicht so, dann machst du keine mehr und kriegst sofort den österreichischen Kabarettpreis, der ein seriöser, ernsthafter Kabarettpreis ist. Halt. Ja, es hat mich auch überrascht, offen gestanden. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich die Parodien weggelassen habe. Ich glaube, die Jury hat begründet, dass es geht um präzise Beobachtungen und ein Balanceakt zwischen Gesellschaftskritik und so eine Blabla. Auch ein bisschen die der übliche Blabla. Ja. Nee, also ich glaube schon, dass die Parodien bei mir, ich mache es ja gerne, ja, es wird ja auch immer eine Rolle spielen. Ja? Entschuldige, ich wollte dich nicht umarmen. Dürfen wir kurz eine Parodie aus deinem neuen Programm, wo du, ich glaube, es ist die Zugabe, wo du pro Haska, ja, bitte. Es ist einfach zu lustig, wir müssen es zeigen. Ja. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aztekenzeichen XY ungelöst. Warte mal, was heißt das? Aktenzeichen XY, wo schreibt es da in den Teleprompter rein? Da müsst ihr schon ein bisschen kreiser schreiben, ich kann das nicht lesen. Gut, wobei man dazu sagen muss, es gibt natürlich auch Aztekenzeichen, die was, sage ich einmal, ungelöst worden wurden. Denken wir an die Höhlenmalerei von den Inkas. Aber das ist jetzt primär. Kommen wir zu unserem ersten Fall. Und der heutige erste Fall ist, muss ich sagen, ein ganz besonders grauslicher Fall. Der Dativ. Leider hat er den Genitiv umgebracht. Und leider wurde dem dadurch angekündigt, wie oft haben die Warnungen kein Gehör gefunden, dem Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Und jetzt ist es eben passiert. Ich kann nur an Ihre Vernunft appellieren, für lachdienliche Sachweise, für hingerichtet. Es ist eine Belohnung ausgesetzt, die was zum Ergreifen führen. Wie viel schauen wir dann?
Spielen Sie nicht den Helden. Nehmen Sie in Vernunft an, denn dem Dativ ist bewaffelt und gefährdet. Gefährlich. Dem Dativ, der... Da sind ein paar Hurenkinder dabei. Alex Christian als Herbert Borska. Man kriegt heuer keine Karten mehr für dich. Du schon. Ja. Aber das muss dich ja, also das muss derartig befriedigend sein. Was machst du mit dem ganzen Geld? Ich zahle tatsächlich Schulden zurück, ja. Wirklich? Hast du dich sehr verschuldet vor der kabarettistischen Karriere? Weil, aber wieso? Ich wohne in einem Haus und das will bezahlt werden. Das ist ein Palast in Maria Enzersdorf, oder? Es ist in von Danen Ebrechtsdorf von Stronach, nicht? Nein, nein, es ist kein Palast, es ist ein ganz normales Einfamilienhaus, aber auch das wurde mir geborgt von der Bank und die sind relativ humorbefreit, wenn man sagt, trotz mir drauf ein, ja. Also, ja, aber das musst du bald abbezahlen. Sein, ist mal ehrlich. Ja, bald. Also bald ist relativ. Ja. Aber man sagt, du bist konservativ in Geldgeschichten. Du bist, warum eigentlich? Weil du... Was heißt konservativ in Geldgeschichten? Ja, weiß ich auch nicht konservativ. Genau. Ja, aber wieso fragst du es dann? Na, weil ich das gelesen habe im Dossier über ihn. Du weißt nicht, was du fragst. Doch, ich weiß, dass ich gelesen habe, er gilt als konservativ in Geldtragen. Was heißt diese Frage? Ich weiß nicht, was konservativ in Geldtragen ist. Doch, ich frage, bist du konservativ in Geldfragen? Ich bin aber ich habe keine Ahnung, was ich frage. Ich weiß nicht, was ich damit meine. Sag mir die Antwort, er kann damit nichts anfangen. Ich bin sehr konservativ in Geldfragen. Ja, ich hab sogar noch ein Sparbuch. Nein! Ich bin warte relativ mal, konservativ. Frau Schnabel möchte dir jetzt kurz mal... Bar oder mit Karte zahlen? Sowohl als auch. Na bitte. Aber Bar muss immer Bar, also... Was? Ich bin gegen die Abschaffung des Bargelds. Wenn ich auch. Aber wie viel Geld hast du normalerweise so dabei in Bar, in der zwischen, Tasche? Zwischen 50 und 70 Euro. Eigentlich nichts. Eigentlich nichts, ja. Heutzutage ja. Okay, zwei Wurstsemmeln und eine Kohle. Ja, ja, aber... das heißt, es gibt keine unseriösen Ausgaben. Wofür? Ja, weiß nicht, Bordell, Kirche. Ja, das muss man am Anfang des Monats einkalkulieren. Also das ist... das muss ich halt einmal mehr ins... Nein, das ist kein Bordell. Konservativ, wahrscheinlich, ja. Ich bin doch durchaus nicht risikofreudig, was Anlage... Deine Auftritte, wenn man sich das übers Jahr ansieht, sind das 100 bis 150, schätze ich. Wie sehr höhlt dich das aus, immer in einem anderen Hotel zu schlafen, die geliebte Frau nicht dabei zu haben, die Kinder sind nicht da? Oder ist es in Wahrheit die Zeit deines Lebens? Schöne Frage. Ich bin tatsächlich wirklich sehr gerne zu Hause bei Frau und Kind. Aber ich schaue, dass ich meine Auftritte so time, dass trotzdem auch noch genug Zeit, dass ich nicht die restliche Zeit irgendwie für Regeneration im finsteren Zimmer mit Waschlappen am Kopf verbringe und Kamillentee trinke, sondern ich habe meine künstliche Grenze bei ca. 100, was haben wir heuer, 115 Auftritte eingezogen und das reicht auch völlig. Ja. Ja, und nach den Auftritten ist auch nicht Barbesuch und sich vollkommen wegsprengen. Da bin ich konservativ, da gehe ich dann wirklich... Du bist um 22.30 Uhr genau, im Bett. Ich trinke mit meinem Techniker noch ein kleines Bier, das ist so unser Ritual nach einer Show und dann gehe ich schlafen. Ja. Um jetzt auch geschlechtermäßig keine Unterschiede zu machen, hast du in der Jugend Herbert Kickl geküsst? Ja, wir müssen kann es schon sein, ja. Also ja. Wirklich? Also Flaschendrehen war eigentlich bei jeder Party dabei. Ob der Kickl dabei war, weiß ich nicht, aber... Ja. Susanne, ich darf dich kurz ins Spiel bringen. Was war der letzte Kabarettabend, den du genossen hast? Oder noch nie? Doch, schon, aber lange vor Corona. Ja, aber lange vor Corona. Aber du weißt nicht mehr, wer es war? Waldinger. Karl Farkas. Aber du bist doch eine humorbegabte Frau. Aber du gehst nicht in Kabarettvorstellungen? Ich muss jetzt wirklich nachdenken, fällt mir jetzt nicht einer. Ja, ich war auch noch nie beim Sommergespräch. Also ja. Sind wir quitt. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Meine Damen und Herren, Sie werden keine Karten bekommen, aber falls Sie Karten bekommen, genießen Sie die Abende mit Alex Christian. Vielen Dank auch, Susanne Schnabel. Danke, dass du da warst. Machst du im nächsten Jahr eigentlich die Sommergespräche wieder oder wird das wieder wer anderer? Ich war zweimal dran. Das heißt? Nein. Ah, ist das dann ist Schluss, Antwort. Oder was?
Ja, wer macht das nächste Aber Mal? Aber du wirst nächstes Jahr noch immer auftreten. Das ist der Unterschied zwischen... Ja, der Tourplan steht bis Mai 25 schon. Also ich bin nächstes Jahr sicher am Start. Bis Mai 25? Ja, Gott sei Dank. Das ist ja übernächstes Jahr. Ja. Ja. Mein das Gott, ist ein Wahnsinn. Erfolgreicher Das ist Kabarettist. Erfolgreicher Kabarettist. Im Gegensatz... Ja. Ja. Aber genießen Sie, Frau Schnabel, im Report bist du ja hoffentlich weiter noch jahrelang zu sehen. Mhm. Ich danke dir vielmals. Hat es dir häufig Spaß gemacht? Ja, oder? Das war eine überzeugende Antwort. Wieso fragst du ihn? Vielen Dank. Wenn du sagst nein, Susanne Schnabel, Alex Christian. Vielen Dank. Dankeschön. Danke vielmals, meine Damen und Herren.